Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wir sind noch in der Fabrik, da haben wir gestern angefangen und ich habe, wie gesagt, die Nacht dann doch an der Stelle verbracht, wo wir zuletzt aufgehört haben. Ich habe die ganze Nacht Geräusche gehört, das heißt hier oben sind irgendwo irgendwelche Zombies daran. Ach ne, da unten sind die. Damit beschäftigt, hier irgendwo zu versuchen, die Wände zu durchbrechen. Ja. Man hört immer noch welche. Gut, das ist halt so. Es ist ein neuer Tag. Kommt einfach ein Zombie von der Decke gefallen. Ha, ist ja ein Ding. Es ist ein neuer Tag, 4 Uhr morgens, inzwischen 4.20 Uhr. Ich hoffe, das nimmt niemand zum Anlass. Und wir machen weiter. Die Fabrik wartet auf mich und geht los. Was haben wir hier? Robotikteile hatte ich zuletzt immer mitgenommen, ne? Oh, schön, da steht Loot. Na gut. Überschaubar die Freude, aber. Wie viele Schläge brauche ich hierfür? Zu lange. Es gibt doch bloß Eisenrohre. Eisenrohre können wir zerlegen. Was ist denn das? Ein Verband, der kann weg. So, ist jetzt von oben noch ein neuer nachgekommen. Gut, die letzte Erfahrung mit solchen Türen. Och, du Idiot, wieso bist du da reingefallen? Gut. Aha. Ne Leute, schaut doch schon wieder den nächsten. Der ist mit dem Kopf zuerst gelandet, das war definitiv ungesund. Der nächste. Meine Güte, was ist denn da draußen alles los? Gut, machen wir mal hier innen weiter. Eigentlich muss ich dort lang. Aber das Fass ist verlockend. Verschlossen, verschlossen. Okay, und hier geht's runter. Noch mehr Fässer. Munition.
Aha. Steckbriefe. Guck mir gerade den Namen an, aber ich kann mich bis auf John Smith, der natürlich ein sehr bekannter Name ist. Bud McLovin, Lisa Camper, Ian Hammond. Sagen wir jetzt erstmal nichts, falls da irgendein Witz dahinter steckt. Dann erkenne ich ihn nicht. So. Wieder jemand von draußen reingekommen. Achso, die Munition willst du natürlich mitnehmen. Sieht gut aus. Wobei du das mal zerlegen kannst. Wieso ist denn das so weiß? Was ist das? Ist das irgendein bestimmtes Material? Gib mir mal die Schaufel. Jetzt bin ich neugierig. Schnee ist das. Okay. Könntet ihr jetzt endlich mal Ruhe geben da draußen? Das lasse ich natürlich wieder fallen, das brauche ich nicht. Hier unten schien es erstmal nicht weiterzugehen. Meine Ambitionen, sich da durch die Erde zu buddeln, halten sich in Grenzen. Ich schaue mal hier drüben nach. Da vorne liegt jemand. Aber ich glaube, die leben nicht mehr. So, ich will mal die Stühle wegräumen. Weil ich schon gemerkt habe, dass ich da ziemlich dran hängen bleibe. Wieder jemand durchgekommen. Wie viele kommen denn da von draußen herein? Nun gut, ich mach weiter. Da ist ein Schlüsselkasten. Da steht jemand. Da steht jemand mit gelbem Auge. Okay, ich lebe noch. Was habe ich mir eigentlich aufgesammelt? Da ist eine Lootkiste. Geht das gleich schon wieder los? Ist nie wahr, oder? Habe ich jetzt eigentlich mehr von draußen gekillt oder mehr von drinnen? Gefühlt habe ich mehr von draußen gekillt.
Da liegt auch schon wieder jemand. Das ist mehr als einer. Das war nicht der Plan, dass du mir noch eine mitgibst. So, jetzt nimm mal her. Ach, die Bücherstapel sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Rahmenform nimmst du, aber wo ist denn jetzt schon wieder? Hab da schon wieder was gehört. Also das ist auf jeden Fall auch als Nachtmission möglich. Da steht ein Generator. So, wo ist er? Wissen wir nicht. Dann schauen wir nochmal durch. Stein nimmst du natürlich nicht mit. Aha, die Kiste da unten müssen wir uns noch angucken. Maissamen. Das nimmst du mit. Bleileste hier. Die Tür ist entriegelt, okay. Okay, das Tor ist also mit aufgegangen mit dem Schlüsselschalter, das noch nicht. Schmerzmittel. Kannst du mal mitnehmen, kannst auch eins essen, wenn du das möchtest. Und dann kannst du gleich noch was hinterher trinken. Gut. Entriegelt war die Tür hier, ne? Achso, jetzt darf man aufs Fenster gucken können. Das sind ein paar Lootkisten. Nimm mal was, mit dem du schneller zurechtkommst. Na toll. Von vorne sah es aus, als ob es mehr sind. Na, es sind bloß die zwei. Gut. Kann man hochgehen? Das ist schon wieder jemand von draußen. Kann ich auf den Band lang gehen? Okay. Heroide kannst du auch essen. Kannst auch das essen. Dann brauchst du ganz viel zu trinken. So, kannst du hier, kannst du nicht. Okay. Was hast du hier? Okay. Nee, da kommst du ja nicht durch. Wie, du bist hungrig. Und wieder. Gut, jetzt bist du hier oben. Das bringt auch nicht allzu viel. Die Lootkisten hast du schon leer gemacht. Die Tür ist verschlossen. Da kannst du aber das noch hier durchgehen.
Schmutziges Wasser, wie gesagt, lass mal liegen. Den hast du gerade gelootet. Gut, kannst du mal zerlegen. Naja, irgendwo sind sie ja schon wieder zugange. Das sind aber keine hier außen aus der Mission. Das sind irgendwelche Leute von draußen. Ganz schön krass, wie viel hier von draußen reinkommen. Ah, natürlich, diese Tasche brauche ich ja auch noch. An die hatte ich schon gar nicht mehr gedacht. Da ist jetzt nie hier durch Zufall reingelatscht. Hätte ich mich am Ende gewundert, warum die Mission nie fertig wird. Okay. Für diesen Bereich habe ich einen Plan. Wenn so viel Loot da hinten rumliegt, dann kann das Platz 1 bedeuten. Allerdings so langsam wie sie laufen, ist es keine Herausforderung. Ja, nee, war tatsächlich jetzt keine Herausforderung. Aber ich werde mal nachladen. Ein paar Schuss habe ich noch, ein bisschen kann ich mich noch unterstützen lassen. Gut, das scheint jetzt der Hauptloot zu sein, aber es ist immer noch säubere Gebiete aktiv. Das war ein Elektrowerkzeug, das habe ich. Ach, da oben. Aber die Hordernacht habe ich nicht so völlig verpasst. Dass hier die, die sonst zum Blutmond da sind, mich hier auf der Mission überraschen. Das ist doch immer noch jemand da. Wo ist denn jetzt hingesprungen? Da unten. Schon wieder gefühlt mehr von draußen reingekommen. Nee, das müsste doch jetzt die Welle gewesen sein, die Endwelle, oder? Munition. Was hast du denn an Waffen? Das Mod kennst du schon. Die Gewehrteile, naja. Gut, irgendwo hacken hier draußen noch Leute rum. Bist du schon wieder durstig? So.
Dann machen wir auf, ja. Hier ist doch schon. Wie viele Seiten, ja. Hier. Ja, willst du nur noch vorbeihauen? Komm mal bekannt vor, die Ecke. Genau. Hier unten waren wir doch. Ja, da sind die dort reingekommen und wollten uns jetzt hier schon wieder ärgern. Ach ja. Gut. Haben wir jetzt hier verschlossen. Ah ja, okay, da sind wir auch reingekommen. Das ist, genau, den haben wir schon durchsucht. Da ist noch eine Lootkiste, die wir nicht durchsucht haben. Na gut, das war jetzt auch nicht wirklich der große Wurf. Gut. Hier waren wir, dort waren wir jetzt. Das heißt, da drüben geht es noch weiter. Da gehen wir dorthin. Achso, da oben ist ja auch noch Loot. Komme ich da hin? Finde ich auch noch einen Weg. Und was ist das für ein Weg? Okay. Warte mal. Oh, wie viele? Lad mal schnell nach, lad schneller nach. Für den schwingst du deine schönste Keule. Da ist unten noch einer. Unglaublich. Ist jetzt langsam mal Ruhe hier, ey. Das ist ja Wahnsinn. Gut, schauen wir hier rein. Was zu essen ist nie verkehrt. Ach, hier geht's hoch zur Beute. Bist immer noch nicht fertig mit säubere das Gebiet. Kommt Nachschub aus Abwurf in diese Richtung. Den speichere ich mir erstmal schnell. Gut. Och ne Leute, wo kommt denn ja schon wieder her? Da müssen sie in irgendeinen Weg reingefunden haben. Das ist da auch ein ganz spitz. Die Tür kann man nicht zumachen, ne? Auch ein ganz spezieller Kollege dort, der Grüne. Wieso rennt denn da raus? Ach, da ist er wieder. Alter Schwede! Wieso steht denn auf einmal hinter mir? Lebt er noch?
Ich finde es gerade absolut nervig, wie viele Zombies hier von draußen irgendwo reingerannt kommen. Ja. Offensichtlich ist das der Ausgang. Oh, warte mal. Uah. Ich hatte schon festgestellt, dass die Mission noch nie erledigt ist, auch wenn ich den Loot scheinbar schon gefunden habe. Ist das gut, jetzt hier aufzumachen? Achso, das ist derselbe Raum. Da steht noch einer in grün. Sind hier oben drüber die anderen? Ja gut, dann, oh, was soll der Geiz, dann triggerst du den jetzt halt auch noch. Gut, den hast du erledigt. Dann schaust du mal nach oben. Das sind welche, aber das sind andere. Gut, jetzt wird mir noch ein Punkt angezeigt zur Erfüllung der Mission. Das beruhigt mich ungemein, dann haben wir es doch geschafft. Da haben wir es heute oder diesmal in zwei Folgen geschafft. Da oben stehen sie. Nitratpulver hast du nicht dabei. Na, dort oben sind sie. Gut. Damit ist es noch einer. Die Kohle, hat sie denn hier vor uns schon mal welche? Und den Loot musst du dir auch noch angucken. Dass das eigentlich gleich liegen lassen können. So, jetzt mach aber erstmal den letzten Kollegen hier weg. Wo ist er denn? Hinter dir. Gut, Mission erfüllt. Eisenpfeile wieder aufgesammelt. Und dann guckst du mal, dass du irgendwie da rüber kommst und die Kisten leer machen kannst. Ich fange jetzt nie an hier. Noch jemand da? Verdammte Angst, das ist. Ach, irgendwann ist es auch nicht mehr schön.
Dort kannst du benutzen. Die Aloe-Vera lässt du da. Bist denn du? Vitamine. Du brauchst jetzt nicht mehr benutzen. Sieht niemand? Ich sehe nie. Egal. Gut, dann gucken wir mal, ob wir die Truhe hier aufkriegen. Okay. Na, dann zeig mal her. Dafür möchte es jetzt auch ein bisschen was geben. Ein Bauplan, den kannst du gleich mal lernen. Rezept für Antibiotika, das kanntest du noch nicht, das ist gut. Dafür hast du Platz. Dafür auch. Und dann habe ich gesehen, dass da ein Zombie um die Ecke kommt. Gib mir mal den Problemlöser. Was? Wo? Leute, 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 was hier alles von draußen reingerannt kommt bei dieser Mission. Unglaublich. So, also jetzt nochmal. Nächster Versuch. Das lässt du hier, dafür nimmst du das auf jeden Fall mit. Das lässt du hier, dafür nimmst du den Stapel mit. Der ist auf jeden Fall auch gut geeignet. Dann kannst du... Wasser kannst du austrinken. Trink mal gleich noch eins. So. Hat mal fallen gelassen. Das kannst du mitnehmen. Gut. Die Gold Nuggets nimmst du mit. Messbecher brauchst du nie unbedingt. Die Fittings, die könntest du dir irgendwo in die Rüstung reinbauen, wenn du noch Platz dafür hast. Guck mal, ob... Guck mal, ob du dafür irgendwo Platz hast in irgendwelchen Rüstungsteilen. Ja, vielleicht. Läuft. Die Nägel brauchst du auch nicht. So, was nimmst du an Munition noch mit? Drahtwerkzeug hast du auch schon tonnenweise. Kriegst hier 162. Ja, wobei die Munition du auch nie brauchst. Hast du auch keine Waffen dafür, wie du wirklich... So. Wieso hast du... Ach so, das war ein Stack. Na, dann kannst du... Nimmst du das zum Verkaufen mit. Magnum-Munition bringt mehr zum Verkauf. Maisam kannst du eigentlich auch erlassen oder Maismehl. Passt nur. Ja, du musst schon treffen. Gut, also hier war nichts mehr drinnen, ne? Bist ausgerüstet. Dann sieh mal zu, dass du jetzt den Weg wieder rausfindest. Und dann fahren wir zurück zum Händler, holen uns die Belohnung ab und ja, dann sind wir durch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alles gefunden habe. Okay. Ne. Kommst du hier hin? Noch eine blaue Kiste. Schön. Und wo kommst du da hin? Ist das der Weg nach draußen?
Da liegt eine Tasche oder irgendwas. Okay, es ist ein Weg nach draußen. Dann kannst du die nochmal aufstacken, da hast du ja noch ein bisschen mehr an Einnahmen. Ja, das ist der Weg nach draußen, allerdings ein bisschen hoch. Nein, nee, nee. Jetzt hast du es ja. Ein bisschen hoch, da kommen wir nie nach draußen. Also müssen wir wieder runter. So, kannst du runterspringen, genau. Ist so rum, hier hoch. Gut, jetzt bist du hier. Wo geht's denn jetzt wieder raus? Dort hinten vermutlich. Wollen wir hier unten schon mal gucken? Nein. Gut, brauchen wir jetzt aber auch nicht bis ins kleinste Detail. Hier war es, ne? Genau. Ja, hier ist der Weg. Achso, kommen wir hier raus? Kommen wir hier nach oben? Kannst du ja drüber springen? Nö. Aber es muss einen Weg herausgeben. Kannst dir vielleicht einen Block setzen. Machen wir es so. Achso, kommst du denn hin? So rum. Ist zwar nicht der offizielle Weg gerade gewesen. Wie wäre der offizielle Weg gewesen? Habe ich aber nie gefunden. Achso, Gott. Da war doch auch eine Tresorklappe drauf, ne? Haben sie die auch weggeräumt? Meine Güte. Da kommen schon wieder welche. Das ist unglaublich. Das ist so verrückt. Gut, den Schlafsack muss ich hier liegen lassen. Da kommen schon wieder welche. Weil ich sonst keinen Spawnpunkt habe, wenn ich aus irgendeinem Grund verunglücke auf dem Weg nach Hause. Gut, haben wir die Factory gemacht? Factory 03 war das. Können wir abhaken. Welchen Tag haben wir? Tag 58. Tag 63 ist die nächste Blutmondnacht. Das heißt, wir könnten nochmal eine Tier 5 Mission machen. Da war noch eine dabei, die wir noch nicht kennen. Mal sehen, ob es mir heute nochmal anbietet. Wobei wir definitiv erstmal an der Basis vorbeifahren müssen, ausladen. Aber zuerst holen wir uns noch die Belohnung ab, das haben wir uns verdient. Und wie wir dann weitermachen, das sehen wir dann morgen. Da kümmern wir uns heute noch nicht drum. Ich muss noch ganz kurz den Loot sortieren, dass ich Platz für die Belohnung habe. Bisschen was ins Motorrad reinladen. Das machen wir noch schnell, wenn wir dann gleich beim Händler sind. Da kommt schon wieder ein Geier. Ich weiß nicht, ob es auf uns abgesehen hat. Doch, hat er. Weißt du noch, welche Waffe du zuletzt ausgerüstet hattest? War das die Keule oder war das die Pistole?
Die Keule, sehr gut. Dann kriegt man das Problem kurz und schmerzfrei gelöst. Fast schmerzfrei. Kleines bisschen Schaden haben wir bekommen. Ja, da sitzt auf seinem Motorrad komplett stolz. Den Jeep haben wir noch nie und die Drohne haben wir auch noch nicht. Also haben wir noch ein bisschen was auch zu erreichen. Ich habe jetzt wieder ein Level abgekriegt, da kann man Skillpunkte verteilen. Ich weiß gar nicht, wofür wir sie zurzeit bräuchten. Kann man es ja dann verteilen, wenn wir irgendwo feststellen, dass wir einen besseren Skill für irgendwas brauchen. Gut, lassen wir es mal bei draußen, aber dürfte nichts passieren. Das willst du behalten. Das willst du behalten. Das, das, das. Gut, hast du genug Platz, kannst du verkaufen gehen. Halt, stopp, der Hammer. Der, ja, den wolltest du auch verkaufen. Ja, dann gib mal eine ordentliche Belohnung. Hey, Jackass, can I lighten that backpack up for you? Wipe that smirk off your face. Doing one job. Gut, ein M60 Maschinengewehr. Ein SWAT-Helm Tier 5. Ein Erdbohrer. Da kann ich mich nie entscheiden, da muss ich erstmal gucken. Was haben wir denn hier? Ein SWAT-Helm Tier 5 haben wir auf dem Nischel. Den brauchen wir nicht. Er bringt auch nicht so viel wie ein Maschinengewehr. Und ein Erdbohrer. Muss ich mal sehen. Erdbohrer könnte ich nehmen. Braucht zwar Benzin, aber da könnte ich schneller Material abbauen. Den behalte ich erstmal, das M60 Maschinengewehr. Das hat natürlich auch was, obwohl ich da lieber ein höherstufiges hätte. Die Magnum Moon, die kannst du auch verkaufen. Und den Rest behältst du, Totengräbermod. Weiß ich nicht. Behältst du erstmal. Gut, bevor wir zur Basis zurückkommen, wobei wir heute ja eh keine Mission mehr anfangen. Ja, schauen wir mal. Ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wir sehen uns morgen hier und ich bedanke mich fürs Zusehen.